Okay, nice. Wir sind Level 30. Das heißt, ich kann gleich die zweite Spitzhacke enchanten und kann die dann schon mal zusammencraften. Leute, wisst ihr, ob am Spawn irgendwo ein Villager-Trade-Platz ist, den die schon gebaut haben beim allgemeinen Lager, wo es einen Mending-Villager gibt? Weiß das jemand? Ja? Wisst ihr denn, wie teuer die Bücher dort sind? Obwohl? Warum schreibst du ja, wenn du jetzt schon sagst, obwohl? Oh, wartet mal kurz. Der ist leider schon tot, was? Haben die denn da noch andere Villager, dass ich den vielleicht neu hochzüchten kann? Shima's Brave, weißt du das? Da ist ein neuer seit gestern. Ne, haben wieder neun. Okay. Sind da auch Villager, mit denen ich, hier, wie heißt es, Emeralds traden kann? Also irgendwie Karotten oder sowas? Fletcher bestimmt. Okay. Das wäre geil. Weiter gerade ausbuddeln. Nice. Okay, wir haben jetzt 28 Dias schon. Das ist gut. Quest 3 bietet sehr viele Werkzeuge. Nutzt du die? Nö. Ich habe gar keine Ahnung. Ich spiele das einfach wie Vanilla Minecraft. Ist das falsch? Eisgeist, moin. Dankeschön für 11 Monate. Liebe geht raus. Mit Bohrer hättest du schon 3 Stacks Dias. Ja, aber ich habe ja gar keine Ahnung, wie das geht.
Hier kommt immer hier Bohrer, Bohrer, Bohrer. Ist voll easy. Das ist genauso eine dumme Aussage. Ich hab dir doch gerade gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und du schreibst, ist voll easy. Da müsst ihr mir die Erklärung schreiben. Da müsst ihr sagen, yo, G-Time, du musst das, das, das bauen und das so und so kombinieren und dann funktioniert das. Gibt es hier auch dieses Tutorial-Ding im Dings? Wartet mal. Drill? Gibt es hier nicht dieses, wo man sehen kann, wie man das zusammenbaut bei Create Life? Das hatte mir Lex mal gesagt bei der Craft to Exile Mod. Da war so ein richtiges, so ein Tutorial-Fenster drin, wie man was zusammen konstruiert bei Create Life. W gedrückt halten. Ja, genau das! Hey, aber der ist doch, der steht ja die ganze Zeit, das ist doch voll scheiße so. Was will ich denn mit so einem Bohrer? Guck mal, der muss ja die Blöcke hinplacen. Mit Minecart kannst du den fahren lassen. Boah, ey, das sind schon wieder so halbschwammige Erklärungen. Ich habe echt Angst, das zu bauen, ne? Okay, wir machen das jetzt einmal. Ich versuche das. Wenn das nicht klappt, Leute, dann mache ich nichts mehr mit dem Chat. Gibt es hier einen Zuschauer, der sich zutraut, dass er das ordentlich erklärt, dass ich hier gleich einen richtig geilen Bohrer habe, der hier richtig durchbohrt in der Spalte. Ich will so einen richtigen Spaltenbohrer haben. Also erstmal ist das Wichtigste, ich habe jetzt 30 Dias. Das ist gut. Okay, keiner schreibt, dass er das weiß mit dem Bohrer, dann machen wir den auch nicht. Dann machen wir jetzt erstmal gleich was anderes. Du brauchst Schienen, zwei Loren, einen Ofen, Kohle. Okay, Marco, Mary, traust du dir zu, dass du mir das alles erklärst? Guck, Tutorial, eine Woche Timeout an Toasty Nice. Es gibt einen Minecart-Assembler.
Chases und Kleber, Slime. Ja, was das alles gibt und so, sollt ihr nicht schreiben. Ich brauche jemanden, der weiß, wie das funktioniert und mir das durch Schritt für Schritt erklärt, was ich machen soll. So. Nur jemand, der das kann, soll sich jetzt melden. Okay, also das Erste, was ich machen soll, sind zwei Loren, Ofen und Schienen, sagt ihr. So, wartet mal, den zerlegen wir. Da kriegen wir nochmal so raus, genau. So, dann haben wir jetzt erstmal Eisen hier. Das lassen wir jetzt mal schön durchschmelzen. Ach, guck mal, da können wir schon voll machen. So. Ich brauche einen einzigen Schleim. Okay, das heißt, ich muss dann gucken, dass ich in ein Sumpfgebiet gehe und den dann dort farme. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier ein Sumpfgebiet in unmittelbarer Nähe? Man kann die craften, den Slime. Slime. Komodo Dragon Spite. Daut brauche ich. Das hier soll ich. Also, so soll ich den craften hier. Für Teig muss ich ja die Dinger hier bauen. Da muss ich ihn ja crushen. Warum ist mein Dings am Stehen? Alter, das ist der Gigaleck gewesen. Der hat schon wieder Audiogerät erkannt.
Warum erkennt Discord ein neues Audiogerät? Der erkennt hier einfach ein Audiogerät. Ich will nicht, dass er das erkennt. Warum? Hör auf damit. Ich will, dass du das hier nicht erkennst. Kann ich hier nicht irgendwie Discord sagen, der soll aufhören zu erkennen? Ey, ist das nicht sau aufwendig, Leute? Schau mal, da oben wäre noch eine Option. Ja, aus dem Slime-Block und dann das hier. Da muss ich aber Dragon Spit finden. Irgendeine Spucke oder so. Ah, und hier muss ich so einen Mixer bauen, ne? Ja, da muss ich aber auch crushen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf die Crush-Dinger zu gehen. Ach nee, es gibt auch eine Mühle. Eine Milling. Das soll ich bauen? Hilfe! Hilfe! Ich brauche Rumatra oder so. Das ist alles Technik. Ich komme mir vor, als wenn ich Trimax wäre. Ich blicke hier gar nicht durch. Ich bin voll überfordert gerade. Und dann 10.000 Zuschauer hier spammen meinen Chat voll. Mach dies, mach das. Nein, mach das, mach dies. Absolutes Chaos. Das ist wichtig, die muss man immer töten. Die können nämlich Netherite droppen, wenn man Glück hat. Oh, hier ist sehr viel Andesite. Das brauchen wir ja. Ich muss auch wieder aufpassen, nicht, dass hier ein Warden nachher kommt. Da ist auch ein Warden. Guckt da. Da ist schon ein Warden und hier ist auch einer. Ich muss leise sein.
Ja, diese kleine Mühle und eine Handkurbel. Ja, ich hole jetzt erstmal ganz viel Andesite. Das macht ja Sinn, oder? Weil das brauche ich ja haufenweise für diese Barren. Oder ist das nicht richtig, was ich gerade mache? Kann man eigentlich auch so eine Holzfällermaschine bauen? Die fahren kann, wie dieser Mähdrescher. Könnte ich quasi so eine fahrende Holzfällermaschine bauen? Ja, kannst du. Und kann ich auch machen, dass ich die selber fahren kann? Pflanzt sogar nach? Nee, das will ich nicht. Ich will einmal einen ganzen Wald vernichten. Und dann will ich die ganzen Samen sammeln von dem Wald und dann bringe ich den Wald zu uns nach Great Life 3. Dann fahre ich mit der Maschine rum und die soll überall Bäume pflanzen in unserer Stadt. Ich habe jetzt eine wichtige Frage an euch, Chat. Das ist jetzt eine rein theoretische Frage. Ja? Ihr hinterfragt das auch nicht, wenn ich euch das jetzt frage, ja? Ihr beantwortet mir einfach nur die Frage, okay? Deal? Ich stelle euch eine Frage und ihr tut die einfach nur beantworten, aber ihr hinterfragt das nicht, was ich jetzt frage. Was kommt jetzt? Ihr müsst mir das versprechen, dass ihr das nicht hinterfragen werdet. Ich will das vom ganzen Chat lesen. Ihr müsst versprechen, ihr werdet es nicht hinterfragen. Versprochen, das sind mir zu wenig. Ich will, dass mehr Leute im Chat mir das versprechen. Sonst glaube ich das nicht. Kann ich hier in diesem Modpack eine Zerstörungsmaschine bauen? Sei es einen Panzer, irgendein Ding, was ganz viele Abrisskugeln dran hat, wo ich einfach quasi alles mit eliminieren und zerstören kann. Nee, nicht mit Bohrern. Ich brauch was richtig. Das muss eine Vernichtungsmaschine sein. Ich will so eine richtige, dicke, fahrende Festung haben, die ganze Berge zerstören kann. Sagen wir einfach mal, ihr müsst euch vorstellen, so eine Maschine, die so riesig ist wie der Berg und die kommt und die vernichtet den innerhalb von 2-3 Sekunden. Ja, ist dann trotzdem mit Bohrern. Nee, ich will ja irgendwas mit so Abrisskugeln. Oder mit so Kettenklingen, die sich ganz schnell drehen. Zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, so eine Kettenklinge und dann gehen die Schweine da rein und dann werden die zerstückelt. Dann fliegen die Köpfe und so von denen durch die Gegend. Und überall spritzt zum Beispiel das Blut dann rum. Gibt es sowas?
Nein, das gibt's nicht. Das ist natürlich schade. Ich dachte, das wäre ein gutes Modpack. So. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das so. Okay. Moin G-Time, wie geht ihr mit Autoklicker um auf Legend Kaktus Klicker? Max Steiger, ich habe schon mit der Staatsanwaltschaft in NRW Kontakt aufgenommen. Also wenn jemand in Kaktus Klicker anfängt, mit einem Autoklicker zu arbeiten, ist alles abgeklärt, dann werden rechtlich strafrechtliche Verfahren eingeleitet und Maßnahmen ergriffen. Und es könnte sogar sein, dass du bis zu 5 Jahre ins Gefängnis dafür musst. Weil das ist kein Kavaliersdelikt. Habe ich alles abgeklärt mit dem Gericht. So, okay. Wir haben jetzt von diesen, davon brauche ich ja sowieso viel, ne? Andesite Alloy, oder? War gut, dass ich so viel gecraftet habe. Ich denke schon, ne? So, jetzt müssen wir hier einen Cogwheel machen. Da brauchen wir das und einen Button, okay. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ne, das muss ich jetzt einfach mal sagen, Leute. Wenn ich jetzt in einer, sagen wir, ich arbeite in einer Fabrik, in einer riesigen, und die arbeiten da mit Zahnrädern und allem, ja? Und dann sagt jemand zu mir, yo G, gib mir mal das Cogwheel. Da würde ich nie im Leben an ein Zahnrad denken. Da würde ich irgendwie an was anderes denken, wenn er sagt, gib mir mal das Cogwheel. Geht das nur mir so? Gib mal Infinity in der Suchleiste ein. Infinity. Oder nur Inf. Inf. Infest Stone, Infest Cobblestone, Infested Stone Bricks. Was macht das? Ist ein Stab, der Stab. Ja, was will ich mit dem Stab? Ich bin jetzt gerade eine Mühle am Bauen. Was soll ich mit dem Stab, Junge? Ich,